Hi, ich bin der Günther. Ich aus Sörenbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Kirby Star Allies. Ja, wir holen uns erstmal wieder ein paar neue Kollegen und dann gehen wir wieder in die dritte Welt, wo wir das erste Bonuslevel jetzt als nächstes vor uns haben, was wir letztes Mal freigeschaltet haben. Später werden wir dann wahrscheinlich auch noch ein, zwei Bosskämpfe haben. Wir gehen mal auf Meta Knight. Und mal gucken, wie es läuft. Hoffen wir einfach wie immer, dass nicht jedes Regenbogen-Puzzleteil auf dem Weg liegt. Warum glaube ich, jedes Regenbogen-Puzzleteil wird auf dem Weg liegen? Dann noch zweite Welt holen wir uns wen. Man kann hier noch... Aha. Man kann von hier aus einfach dahin reisen in die dritte Welt. Interessant. Aber gut, wir holen uns noch wen. Wir haben immer noch einige Freunde, die wir noch nie hatten. Und ich würde behaupten, es ist langsam mal Zeit, hier dich abzuarbeiten. Den Waddle Dee Assistenten konnte man seit Anfang bekommen, aber wir haben nie geholt. Deswegen ist er jetzt auch mal dran. Ist, denke ich, nur sinnvoll. Und jetzt auf. Wir nehmen hier gleich den Weg. Und dass der Stern so nach unten geht, ist natürlich ganz sinnvoll, wenn wir am Ende weiter oben rauskommen. Also, hier diese Welt haben wir letztes Mal begonnen, die ersten zwei Level gemacht. Und das ist jetzt das Secret Level, mit dem wir anfangen. Und welcher Keck pinkt mich schon wieder? Das gefühlt das 13... Ach, ja, komm, der kann mich mal. Der zählt eh nicht. Ich nehme einfach mal Wasser und den Typen noch mit. Haben wir gleich wieder ein volles Team. Ja, so können wir es auch machen. So geht das, ja. Leute, krasse Ability. Guck mal, damit können wir die Gegner besiegen. Krasse Sache. Ich meine, ich habe sie nicht besiegt. Ich bin unschuldig. Meine Keks sind nur sofort reingerannt. Oh, ich wollte... Ja, jetzt sind keine von denen mehr. Ha, guck mal. Nein, ihr Keks! Die machen meine Items kaputt. So, kurz durchsurfen. Recht easy. Sind wir langsam fertig mit dem Raum. Warum rieche ich jetzt schon, dass bei der letzten Challenge dieser Art in dem Level das Regenbogen-Puzzleteil spawnt? Das Level besteht anscheinend hauptsächlich da draus. Hui, ich sagte hui, danke. Multikill! Ja, das ist gerade spannendes Gameplay, weil die Gegner alle so broken sind. Was soll man denn da groß machen? Ich rieche so sehr, dass das Regenbogen-Puzzleteil einfach hier irgendwo spawnt dann. Der Loading-Screen war ein bisschen unnötig lang, aber... Wow. Boah. Dann ersetzen wir den Eistypen und hoffen, dass der Vogel respawnt, I guess. Hallo? Der muss doch respawnen. Danke. Warte, ich...
erreichen. Ich drücke nach oben auf dem Steuerkreuz. So, jetzt haben wir hier den Stein. Was? Welcher Vollidiot hat den Namen da erfunden? Wie? Kommen mehr Battles? Was mir gerade auch einfällt. Warum stehen wir hier drüben? Wie kommen wir auf einmal darüber? Geht vielleicht lieber auf den letzten Gegner, anstatt mir zu folgen, während ich noch ausweichen will. So, gehen wir mal rüber, helfen Meta Knight. Oh, sie sind alle tot. Sad Story, aber hier will ich kurz gucken, weil das hier sieht doch sehr auffällig aus. Ja, es ist besser, als wenn es random spawnt, auf jeden Fall. Ich meine, schwer war es wieder nicht, aber besser als erwartet. Ich will nichts sagen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Ding da oben irgendein Problem für mich wird, wenn mein ganzer Gameplan so aussieht. Ja, Sekunde. Feuertyp. Ja klar, der Feuertyp ist der Letzte, der auf die Idee kommt. Und stattdessen kriegt er auch auf die Fresse. Oh, wir bekommen noch einen Boss. Leute, das war der Boss. Nehmen wir uns den mal mit, vielleicht brauchen wir es. Aber krass war der schwer. Wie alle in dem Game. Nächste Runde. Oder sind wir vielleicht auch langsam fertig? Das sieht aus, als wären wir fertig. Und wieder mal so viel Heilung, dass man sein ganzes Team 37 mal heilen könnte. Also, durch die Tür und weiter geht's. Jetzt kommen wir in Level mit dem nächsten Bosskampf. Nachdem wir wahrscheinlich wieder ein Regenbogen-Puzzleteil in den Hintern geschoben bekommen. Apropos, wir haben, glaube ich, schon zu viele Leben im Verlauf des Levels gesammelt. Kann das? Ich glaube... Nein, wir haben 69. Perfekt. Das ist sehr gut. Und wir haben Puzzle vollständig. Das liegt nur an meiner One-Up-Anzahl. So, bisschen hier die Puzzleteile wieder reingedrückt bekommen. Und weiter. Sektor A haben wir abgeschlossen. Hier drüben ist jetzt weit... Die Levelnamen in dem Spiel sind ein bisschen arg komisch. Aber, ja gut, das Design ist ganz cool hier. Und... Dich will ich. Ich will wieder broken sein. Oh, yes. Endlich wieder Balanced Abilities. Ich überlege gerade, war das das Level mit dem Heilraum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man in irgendeiner Passage... Wenn irgendwas einstürzt, an einer bestimmten Stelle warten muss. Kümmern wir uns mal kurz. Da war ein Werkzeug. So, wer braucht noch Essen? Keiner. Das hätte ich, denke ich, nicht übersehen, wenn es groß in Regenbogenfarben wäre. Also, ja, rennt noch rein. Wie immer. Oh, natürlich. Guck mal. Zum Glück sind die ja sehr schwer zu erhalten und so. Bist du blöd? Typ
Lost? Warum stampft der daneben? Machen wir mal den Cat weg. Alles klar. Wir haben einfach die Geokinese. Hallo? Und was soll ich damit machen? Ja, und wie? Geokinese. Hier, da steht nichts zu. Hä? Wow, das zählt so dann einfach als elektrisch geladen, der Stein, ernsthaft? Wow. Na dann, weiter geht's. Hier runter. Nachdem wir mit unserer... Jetzt mal jetzt, ich bin so froh. Auch wenn das Item einiges von Ness hat, dass der das in Smash nicht hat. Das wäre wohl so die brokenste Attacke im Spiel, vermutlich. Und die ist auch... das ist halt Zelda-Abi. Nur, dass man noch bestimmen kann, wie lange man unsichtbar ist. So. Mach mal kaputt, Fettsack. Hallo? Kann der Steintyp da... Meta Knight? Nee, das sah aus, als würde der da drin stehen und ich soll mich da... Also soll ich die Scheiße wieder übernehmen? Mann, das war's wert. Hahaha. Ist hier das Regenbogen-Puzzleteil. Oh, was eine Überraschung. Mann, diese schwer versteckten Secrets immer. Ja, ich schätze mal, hier muss ich genau dasselbe machen. Den hier durch manövrieren und, oh, der aktiviert damit auch gleich noch ein Tor. Ja gut, wäre ja zu schwierig für die Spieler, dass noch zwei... Hier gibt's wieder einen Schalter. Und den haben wir damit auch. Ach, Traumpalast. Ja gut, dann... Noch ein Puzzleteil mitnehmen. Das Level ist dann sehr sicher jeden Moment rum. Oder? Also, es kann sein, dass noch eine Kampfpassage jetzt kommt. Und es kommt... Oh, nee, es... Dann war es vielleicht wirklich dieses Level, wenn jetzt... oder falls jetzt eine Ability-Passage kommt. Aber vielleicht ist es auch nur... Stimmt. Natürlich ist das Level nicht rum. Es war ein fucking Boss auf dem Titelbild. Und wenn Boss auf dem Titelbild ist, dann endet das Level vermutlich nicht ohne Bosskampf. Guck mal, da haben wir wieder so ein Scheißteil. Ja, auch möglich. Aber davon gibt's viele, wenn man mal die Anfangssequenz betrachtet. Störjur. Du bist auch gestört. So begrüßt man sich auf meinem Planeten. Ich bin Franziska, eine der drei magischen Meisterinnen. Zusammen kontrollieren wir die Festung der Schatten, die man auch Störbastion nennt. Weil wir alle gestört sind. Ich meine, wir wollen die drei Stücke des dunklen Störherzens sammeln, die im weiten Universum verborgen liegen. Sobald wir sie haben, sind wir in der Lage, unsere wirre Vision zu entwirren. Verwirrend, wie? Aber mir fehlt die Zeit für überflüssiges Geplapper. Daher genug damit. Solltest du aber jemals auf die Idee kommen, dich uns in den Weg zu stellen? Dann muss ich dich auf Eis legen. Halt dein Maul. Da, nee, den Scheißgag lasse ich dir nicht durchgehen. Schlagt sie zusammen, Leute. Ja, natürlich werde ich da getroffen. Aber hier, so, nee. Mit dem Gag kommst du hier nicht durch.
Und jetzt entspann dich. Oder noch bessere Idee, geh zerstören. Wow, wenn man einfach in der Ecke steht, wird man nicht getroffen. Hä? Warum? Nee, ich glaube, ich wurde da getroffen, weil Kirby aus irgendeinem Grund gelaufen ist. Übrigens, meine Ability ist nicht broken, die riecht nur so. Ja, okay, die Attacke hätte man ziemlich sicher verhindern können. Aber egal, ist nicht so, als wär's schwer. Und damit ist der Kampf auch schon durch. Darauf erstmal wieder abtanzen, wie es sich gehört. Ja. Mal wieder Animation am Start. Und die hat keinen Bock mehr und verpisst sich. Aber anscheinend, ja, das war dann noch nicht das Level. Weil, ich meine, wenn sie schon sagt, sie ist eine von drei, dann gibt's noch zwei andere. Da kommt wieder das Mathe-Genie bei mir raus. Dann ist das in einem Level von einem von denen. Aber erst geht's zum westlichen Wall. Und Traumpalast. Das Licht war gerade richtig auf LSD. Wow, weil wir noch keinen hatten bisher. Krass. Danke, Spiel. Danke, dass du mir sagst, dass der Traumpalast krass ist und so. Ich glaube, wir schmeißen hier gleich einen Stein raus. Und zwar für, ich hab Bock auf den da. Fucking Spinne, aber hat nicht verstanden, dass die Viecher eigentlich acht Beine haben. Das ist der Charakter. So, machen wir weiter. Wieder mit drei Spezialpartnern am Start. Aber vielleicht haben wir das Glück, dass eine KI wieder dumm wie Scheiße ist und sich einfach selbst umbringt. Weiter, westlicher Wall. Ansonsten wäre es ja auch viel zu einfach, wenn die KI nicht blöd wie Scheiße wäre, Digga. So, sind wir mal wieder balanced. Jetzt mal im Ernst, die Ability ist schon ein bisschen broken. Aber ich würde trotzdem sagen, wir wechseln. Meta Knight, du kannst doch Wind ab. Das war jetzt nicht, was ich meinte. Ich glaube, der hat eine ganz gute Ability. Ah, ich könnte mir jetzt hier Kugelblitz holen, aber lass mal. Ja, wahrscheinlich kommt hier gleich direkt ein Zwischenboss. Ja, okay, ich wusste nicht jetzt. Ich guck auch lieber nochmal hier unten, ob man vielleicht hier auf irgendeiner Ebene lang kann, aber anscheinend nicht. Guck mal, der hat einen Vogel. Ich meine natürlich, er ist tot, hahaha. Ah, yes, Commentary. Guck mal, wir klettern Leitern hoch. Es ist gerade Gameplay. Ich denke mal, hier drin gibt's Maler. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo ich ihn herbekommen soll. Guck mal. Haha, Jeff. Oh, guck mal. Er ist tot. Ich will meine Kollegen behalten, nicht mit dem Selbstmaler. Ich dachte kurz, das wäre das Regenbogen-Puzzleteil. Ja, das ist durchaus möglich. Das war nicht der Plan. Nee, hier ist ein Schlüssel.
Und mit dem Schlüssel kommen wir hier rein. Und da drin haben wir... Warum glaub... warte, hier sind ja gar nicht die Starttüten, lol. Oh Gott! Das ist auch nicht schwer. Aber mögen tue ich es trotzdem nicht. Ach, schon wieder ein Schalter. Davon gibt es ganz schön viele in der Welt. Damit haben wir wohl den Sektor B freigeschaltet. Und warum habe ich fast damit gerechnet, dass wir hier einen Schalter und das Regenbogen-Puzzleteil am selben Ort haben? Also, hier oben lieber nochmal gucken, aber nee. Dann malen wir den Typen an und gehen durch diese Partnertür. Gibt da wohl auch mal wieder eine Passage. Yay, Laufbänder. Hier, ich drücke einen Schalter. Ah! Könnt ihr bitte... Sie treten den Schalter. Hm. Guck mal, da ist das Zeug bei euch. Oh, bei mir ist auch was gespawnt. Jetzt aktiviert das Ding bitte. Danke. Dein Ernst? Ich muss den Schalter ja nicht mal selber aktivieren. Ist es euer Ernst? Nicht mal mehr den Scheißjob muss ich noch machen. Warum spiele ich das Spiel überhaupt? Wenn es sich lieber selbst spielen will, dann meinetwegen, das nennt man Film. Also, Regenbogen-Puzzleteil haben wir geschenkt bekommen. Ansonsten würde ich jetzt probieren, hier irgendwo gegen zu knallen. Oh Gott, das war ziemlich close. Aber ich glaube, das war auch die letzte Stelle der Passage. Und des Levels. Hm. Dann malen wir noch... Oh mein Gott, fetter Kirby! Nein, komm zurück! Die Downbeat ist toll. Ich will noch mal fetten Kirby. Wir haben gerade die Zeit. Fetter Kirby! Ja! Oh, er ist einfach despawned. Warum kommst du nicht mit? Es war mein neuer bester Freund. Vor allem, weil Kirby ist eine Kugel. Den muss man fett machen. Naja, das war's dann auch wieder. Die Folge ist zwar jetzt ein bisschen kürzer, aber Schaden tut's auch nicht. Das war's mit der heutigen Folge von Kirby Star Allies. Beim nächsten Mal machen wir weiter hier in der Welt. Ich gehe stark davon aus, dass wir noch einen Bosskampf machen werden. Und warum gibt das Regenbogen-Puzzleteil nicht die letzten zwei Stücke bei dem davor? Scheiß drauf, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö.